Hallo und willkommen zurück zu Encased. Und wir werden jetzt auf jeden Fall mal schauen, dass... Dass wir gucken, dass wir mit diesem Halloween-Ding sie mal so ein, eine Zufallsbegegnung bekommen. Ich werde aber mal ganz kurz noch nur mal in diese drei Gegenden gehen, nur um zu schauen, ob da Händler sind. Und ob da jemand ist, der vielleicht ein Seil hat. Oberste Priorität hat die Behandlung von Patienten aus allen Abteilungen mit mittelschweren Verletzungen. Dann Angestellte der silbernen Abteilung mit beliebig schweren Verletzungen. Und erst danach alle anderen Angestellten mit schweren Verletzungen. Mitglieder der orangen Abteilung mit Platzwunden oder Schusswaffenverletzungen sollten mit minimalem Aufwand versorgt werden. Na, das ist aber ja nicht so nett. Mit mittelschweren Verletzungen. Außer die Orangen. Floor level minus 4. Laboratories and hospital. Mhm. Oh ja, das ist auch nochmal riesig hier. Ja, das machen wir später. Dann haben wir Militärposten. War ich hier drin? Wohnräume. Unsere Unterkünfte garantieren Komfort und Privatsphäre für alle. Die Schlafzimmer sind maximal ergonomisch gestaltet. Die Badezimmer und Duschkabinen wurden von unseren besten Ingenieuren nach umfangreichen Computermodellierungen und Fokustests mit echten Testpersonen. Berechnungen basieren auf Testpersonen innerhalb der durchschnittlichen Größen- und Gewichtsparameter entworfen. Alle Bewegungen und Aktionen innerhalb der Wohnung wurden antizipiert, um ein möglichst effizientes und komfortables Erlebnis zu bieten. Floor level minus 5. Living quarter. Friends, comrades, helpmates in our common enterprise. Congratulations to you. Happy holiday to all of us. Ah, I'm glad you came. Thank you. Cheers. Okay. Aber von Halloween sehe ich jetzt hier auch nichts. Da sollten irgendwie so Eventsachen wohl aufgestellt sein. Aber ich weiß nicht, ob das hier ist oder vielleicht irgendwo ganz woanders. Aber ich sehe jetzt hier, gut, da ist halt ein Händler. Es kann also sein, dass der Händler dann... Ah, da ist... Was ist das? Der Bücher. Kann es sein, dass man den Händler erst sieht, wenn man da ist? Aber ich meine... wahrscheinlich sehen wir den jetzt schon. Wir können aber mal gerade... Ja. Gerade mal mit dem reden. Rilada. Okay. Eine junge Frau aus der weißen Abteilung sitzt hinter dem Schalter der Bibliothek und hält ein offenes Buch in der Hand. Ihrem skeptisch verzogenen Mund nach zu urteilen, gefällt ihr nicht, was sie da liest. Das Namensschild der Frau weist sie als Rilada Wujkowski aus. Frage sie, was sie liest. Rilada runzelt die Stirn. Interessiert es sie wirklich? Ein Fantasy-Roman. Das steht zumindest auf dem Einband, obwohl es nicht wirklich danach aussieht. Die junge Frau macht eine ausladende Geste. Wir leben in diesem Moment in einer fantastischen Welt. Wir befinden uns unter einer riesigen, durchsichtigen Kuppel, die voller Mysterien, Rätsel, antiker Roboter und Relikte steckt, die wir für die Behandlung von allen möglichen nutzen, von Hämorrhoiden bis hin zur gewöhnlichen Erkältung. Rilada zeigt auf den Einband. Das ist reine Graphomanie. Die Fantasy-Elemente sind schwach, alle Figuren sind gleich und die Handlung ist primitiv. Sie schlägt das Buch zu. Natürlich befindet sich das moderne Fantasy-Genre gerade in einer Krise. Und das nur wegen dieser bescheuerten Kuppel. Ich wünschte, ich hätte nie von ihr erfahren. Sage, dass du zu ihrer Verallgemeinerung nicht zustimmst. Mhm. Was meinen Sie mit Verallgemeinerung? Das ist eine Tatsache und ich verrate Ihnen, was es mit den Tatsachen auf sich hat. Man kann nichts gegen sie einwenden. Rilada schlägt sich mit dem Buch auf den Oberschenkel. Oder wollen Sie möglich versuchen, mich vom Gegenteil zu überzeugen? Unterbrich sie in ihrer Tätigkeit und frage, ob sie jemals versucht hat, selbst etwas zu schreiben.
Relada wird immer zorniger. Sie versucht, es sich nicht anmerken zu lassen, aber ihre Körpersprache lässt keine Zweifel aufkommen. Was kümmert es Sie überhaupt, wenn ich also fragen darf? Sage, dass du enormes Interesse daran hegst und mehr erfahren möchtest. Relada bekommt allem Anschein nach nur selten solche Anfragen. Sie schluckt, blinzelt, öffnet dann ihren Keros und fängt an, in schüchternen Ton vorzulesen. Und dann versetzte die Kriegerin dem Werwolf einen heftigen Schlag, woraufhin diese auf den blutigen Altar fiel. Die Bestie jaulte auf. Aber das Ritualschwert, die Frau beginnt damit, die Szene nachzuspielen und spart dabei nicht mit dramatischen Gesten. Ihr eigenes Wert bewegt sie offensichtlich sehr. Warte auf eine Pause in der Geschichte und zolle lautstark deine Anerkennung. Unterbrich sie, um dir zu sagen, dass es sich bei ihrer Darstellung ganz klar um einen abscheulichen und beschämenden Fall von Graphomanie handelt. Warte auf eine Pause. Gelada wird knallrot. Meinetwegen. Ich weiß, dass es allenfalls durchschnittlich ist. Sie denkt gründlich nach, bevor sie das Buch wieder öffnet und murmelt vor sich hin. Ich sollte wohl erstmal auf meine beleidigende Kritik verzichten. Zwinkere und wende dich ab. Hello. Gelada ist im Buch vertieft. Sie scheint so, als hätte sie kein Interesse an deiner Gesellschaft. Okay, verhandeln. Vorübergehend. Haben Androiden eine Seele? Ah ja. Das esoterisch-psychedelische Magnum Opus des populären Mystikautors Juicer Jones, randvoll mit langatmigen Argumenten, widersprüchlichen Absätzen, zweifelhaften Beweisen und vagen Maximen. Eine Hochglanz. Okay, das ist Quatsch. Technisches Handbuch für schwere Waffen. Ja. Überleben oder. Okay, ist alles Quatsch. Okay. It was tschüss. Nice chatting. Ich dachte eigentlich, dass wir da so ein dauerhaftes Buchdings da finden würden. Ja, dann warten wir, bis alle da sind. So. Verwaltung und Büros, waren wir da jetzt noch nicht? Ich meine ja. Artemis, du musst die Berichte neu schreiben. Du hast wieder alles falsch gemacht und sag dem Computertypen, dass die Tasten klemmen. Oh, und der neue Kollege geht viel zu oft auf die Toilette. Behalt ihn im Auge. Ach ja, und der nervöse Typ im Hauptbüro ist mir unheimlich. Da stimmt was nicht. Sieh mal nach und sorge dafür, dass der Rest dieser Tölpel arbeitet, wenn du schon dabei bist. Und bring mir einen Kaffee. Herrje, muss ich denn ja alles selbst machen? Martin Kingsley, Auszug aus einem Transkript. Floor level minus 6. Administrative sector. Aha. Das sind Blumentöpfe. Aber ja, ich sollte hier jetzt nicht alles untersuchen. Aber diese beiden Blumentöpfe muss ich mitnehmen. Martin Kingsley. Okay. Rick McDougall. Okay, das hier ist. Ich wollte gerade sagen, verhältnismäßig klein, aber dann doch nicht. Da ist eine ganze Menge. Okay. Ne. Eingangshalle. Dann werden wir erstmal ein bisschen reisen. Floor level minus one. Lobby. Und gucken, dass wir dass wir so ein Event mal bekommen. Und wir können auf natürlich die Zeit nutzen, irgendwo gescheit hinzulaufen. Wir haben außerdem 20 Uhr jetzt. Wir könnten auch nochmal zurück. Wir sind ja jetzt. Ja. Ja, aber das würde auch nicht der Sinn der Sache sein, wenn wir jetzt zu den anderen Dingen reisen. Ja, zu den Slums. Ich werde mal zur Kreuzung nochmal reisen. Ja, und dann gucken wir mal, ob hier jetzt was passiert. Wir könnten natürlich auch hier erkunden und den geplünderten Konvoi mal anschauen und dann da wieder zurück. Dahin müssen wir sowieso irgendwann.
Was heißt denn das? Achso, 0 von 0 auf 1, okay. Ja, komm, reisen wir mal dahin. Haben wir eine recht lange Fläche. Reise. Über diesen Sümpfen scheint ein ewiges Dämmerlicht zu liegen. Dichter Rauch dämpft die Sonne und grünlich schimmernde Funken lassen dich an Glühwürmchen denken. Also nicht die hiesigen Fleischfresser, sondern die harmlosen Insekten der Außenwelt. Ein unidentifizierbarer Krach durchdringt die Totenstille des Sumpfes. Und du wirst auf mehrere Gestalten aufmerksam, die sich durch das Schilf bewegen. Schleiche dich vorsichtig und geräuschlos vorbei, schaue durch das Fernglas, wirf dich zu Boden und warte. Du liegst zwischen den Dornbüschen und versuchst, kein unnötiges Geräusch zu machen. Erst als du sicher sein kannst, dass die Straße vor dir ungefährlich ist, verlässt du dein Versteck. Okay. Wir machen, gehen mal ins Lager. Da musste ich ja sowieso mal Krams weglegen. Deine persönliche Kiste. So. Ja, Krams weglegen. Oh Gott, da habe ich ja auch noch. Okay. Albatros Labor Kit. Eigentlich müsste man den Kram ja auch verkaufen. Ja, das Problem ist halt hier auch wieder das Sortier. Das hier war Schrott, das muss eigentlich aber verkauft werden. Das ist jetzt die Sortierung nach Gewicht und wir haben zwei Kanister, die super schwer sind. Aber ich sollte wahrscheinlich einen behalten. Die 7 Feuerlöcher können wir sicher wegpacken. 24 Wasser mit 36 Kilo ist vielleicht auch ein bisschen viel. Da kommt man... Ja, machen wir mal 22. So. 3 Schaufeln. Ja. Wir sind immer noch schwer überlastet. Das wiegt ja alles nix. 18 Scheren. Ich glaube, das ist jeweils das Gesamtgewicht. 13,5. Ich glaube, die brauchen wir auch. Da wollte ich jetzt nicht alle wegpacken. Das ist auch keine Munition. Lass mal 2 da. Behalten wir mal 1, aber ich denke mal, die brauchen wir eher nicht. Eine Brechstange kann man auch eine wegpacken. Aber die brauche ich auch eigentlich nicht. Und wir haben so viel Futter auch. Rattenpfote, 3 Kilo. Okay. Ja, wir sind jetzt drunter. 18 Blechdosen leer. Ja. Ja, das Inventar ist mies. Oh, wir haben hier noch Kakerlakenbeine. Wieso sind denn das 2? Vielleicht ist das maximalgrößte Stack von 14. Das macht aber ja auch keinen Sinn. Halten wir mal 1 hier. Und ja, damit hätten wir auf jeden Fall ein bisschen was an Platz. Und dann machen wir auch weiter. Wir könnten was essen, aber wir haben immer erst noch mehr leichter Hunger. Wir könnten uns eine Dose Bohnen machen oder so. Moment.
Da. Dosenbohnen. Oder brauchte man die auch für dieses Pulled Pork-Ding? Ne. Bohnen. Etwas herstellen, einmal herstellen. So, jetzt haben wir einmal aufgewärmte Bohnen. Wenn ich die jetzt hier wiederfinde, da. Konsumieren! Mhm. Könnte man eigentlich noch was essen. Aber ich lasse das jetzt so. Hunger minus 200. Ne, das können wir auf jeden Fall nochmal machen. Aufgewärmte Bohnen. Schinken, das brauchte man für die anderen, ja. Etwas herstellen. Hm. Ja. So. Ich hätte die anderen auch noch irgendwann mal heilen können. Das habe ich irgendwie verplant. Ja, weiter geht's. Geplünderter Konvoi. Aber auch keine Events hier. Das Verschwinden von Karawanen in den westlichen Gebieten der Kuppel ist kein neues Problem und selbst die Wachposten und Patrouillen der Phalanx bieten nur eine teilweise Lösung dafür. Der Malstrom bewegt sich in diesen Gegenden fast unvorhersehbar und die Fops folgen ihm immer. Das ist ein Memo von Jane Feynman, Karawanenführer der neuen Kommission. Die verschollene Karawane. Don Spencer, die Interessenvertretung der Phalanx in der neuen Kommission, erzählte dir, dass sie den Kontakt zu einer Karawane verloren haben, die den Transkriptor für das Emulator-Projekt liefern sollte. Spencer hat die ungefähre Position der verschollenen Karawane auf deiner Karte markiert. Dort solltest du mit deiner Suche beginnen. Die Ergebnisse deiner Suche sind wenig überraschend. Die Karawane wurde geplündert. Die Wachen und Zivilisten sind tot und der Transkriptor ist verschwunden. Using the map in your Kiros, you arrived at the place the Karawane supposedly disappeared. Das bleibt jedenfalls konsequent Englisch da. Da haben wir was gefunden. Steinhaufen. Gesperrt. Dann musst du den Steinhaufen mal knacken. Mhm. Jo. Dann können wir das scannen. Nö. Aha, schwere Waffe, taktische Gewehre. Okay, alles nehmen. Lagerfeuer, Kochtopf. Pepper. Ablenken des Äußeres. Yo, Mama. Mhm. Das sind aber keine netten. Weil die, wie die Leute hier wieder rumlaufen, das macht so überhaupt keinen Sinn. Ja, warte jetzt. Entweder läuft ihr alle dahin oder in die andere Richtung. Die verschollene Karawane. Nicht weit von der geplünderten Karawane entfernt hast du die Fops gefunden, die das Relikt gestohlen haben.
You found the fobs who plundered the caravan and took the transcriptor. Ja, nicht weit. Quasi 10 Meter entfernt. Schauen wir noch, ob hier noch irgendwas Besonderes ist. Scheint nicht so. Dann werden wir sie mal... Ah, mit denen kann man reden. Okay, dann bin ich mal gespannt. Guten Tag. Bear, gasoline-soaked footprints lead you to a small camp that looks more like a garbage dump. A pair of cargo containers, apparently stolen from a caravan, have been turned upside down and transformed into huts with canopies. Some dirty, odd-looking vagabonds resembling fops are hanging around. A hefty guy with a flamethrower walks over with long strides. The rest follow him, one of the tramps galloping on all fours. If he comes so close, you're forced to take a couple of steps back. A wave of heat is washing off the fop, either from him or the red-hot barrel of the flamethrower. A bright red sack with slits for eyes covers his head. A green tail sticks out from the top of the mask. I'm Pepper, yo, and we like to light it up. And so will you, if you want to live. Yo! He adds, weightily. The slit's gaze is unfriendly. Crump clenches his fists and takes a threatening step forward. Hey, watch your mouth. Start threatening me and I'll remind you of your place. Mhm. Beruhige den Knacki, kein Grund, das hier eskalieren zu lassen. Gritting his teeth, your companion steps back and lowers his meaty fists. You think Buddha would approve of your toothless, peace-loving bullshit? Sometimes helping people means knocking some sense into them. Erkläre ihnen, dass sie etwas besitzen, was du unbedingt brauchst. Sage, dass du keine Lust hast, irgendetwas anzuzünden, aber darauf, sie alle zu töten. Erkläre, dass sie etwas besitzen, was du unbedingt brauchst. The fops turn out to be very understanding. One of them, wearing a necklace of coins, pats your head sympathetically. You really need it, huh? Asks Pepper. Nicke und sage traurig, aha. Beschwere dich, dass du ohne dieses Ding überhaupt nichts anzünden kannst. Frage vorsichtig, was sie im Gegenzug haben wollen. Sage, dass du über die Antwort nachdenken und später zurückkommen wirst, dass du überhaupt nichts anzünden kannst. Your response infuriates him. Pepper turns to face the desert and begins shooting flames at the horizon. Bitch! Fucking bitch! Yo! Shit! 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 Why is the world shitty like that? People just wanna light it up! Fuck! Uh-huh. He angrily kicks an empty tin can. The fop on all fours rolls onto his back and begins to kick his feet and screech. The chief fop straightens his mask and tells you, Damn, you litter up fine, yo. Bug, give your hummer to that employee. The fop on all fours pulls a strange relic out from somewhere under his clothes, then rolls on his back and starts to jerk his limbs and screech. But this time in complete silence. Sage, du bist krass, yo, und mach dich auf den Weg. Aha. Okay. Deine Überzeugungskünste haben wieder einmal den Tag gerettet. Du hast einen Deal mit den Banditen gemacht und sie haben dir das Relikt übergeben. Du hast den Transkriptor. Nun musst du ihn zum Büro des Emulator-Projekts bringen. Mhm. Ja. You managed to get the transcriptor back. Die waren doch gar nicht so böse. So, ein Behälter. Weg versperrt. Na super. Und hier. Us. Ach, den habe ich gerade aufgedeckt, oder was? Ne, Brandmine.
Ein Truck, der auf der Seite liegt und mit Einschusslöchern übersät ist. Keine Ahnung, wo da eine Falle sein soll. Sad Bug. Glad to meet you. Hi, die Mundwinkel des pummeligen Mannes sind nach unten gezogen, er ist auf allen Vieren. Sage ihm, dass er bestürzt aussieht. Ich bin ein trauriger Käfer, Sad Bug, so lautet seine Erklärung. Frage ihn, warum er traurig ist. Der Fop seufzt. Was denkst du denn? Ein Käfer zu sein ist gar nicht lustig. Ich wünschte, ich könnte ein Mensch sein. Frage ihn, warum er da auf so merkwürdige Art steht. Der Mann neigt den Kopf und klickt mit den Kiefern. Ich stehe normal, aber du siehst, stellst merkwürdige Fragen. Was denkst du denn, wie Käfer stehen? Ja, weiß ich nicht. Diplomat, Faustkampf, Schlagring. Aha. I hope to see you again soon. Dann reden wir mit den anderen auch noch. Ja, Mama. Oh, good day. Na, was willst du? Die Stimme kommt von einer schlecht gemachten Pappmaske, die ein fettes, fröhliches Gesicht zeigt. Die Frau, die sie trägt, scheint das genaue Gegenteil ihrer Rolle zu sein. Dünn, abgezehrt und unzufrieden. Sage ihr, dass ihr die Maske nicht steht. Die Frau stemmt die Hände in die Hüften. Was für eine Maske, das ist mein Gesicht. Vielen Dank auch. Ich hatte nur noch keine Zeit, Make-up aufzutragen. Das ist alles. It was nice chatting. Hi there. Pepper sieht dich durch die Schlitze in seiner Maske an. Zünd es an oder verbrenne es, yo. Das sind die Regeln. Sag ihm, dass du keine Lust hast, irgendwas anzuzünden, aber darauf etwas zu töten. Wenn er dich ab. Na gut. Das war's dann hier auch. Ich meine, ja, die könnte man umbringen. Und vielleicht wäre das auch das Beste, aber... Okay. Das hätten wir. Ja, das können wir auch zurückbringen. Aber ja, wenn wir jetzt hier sind, dann werden wir doch mal hier die Ecke noch weiter erkunden. Und einfach mal hier rüber reisen. Und gucken. Das ist starke Erschöpfung. Ah. Vor dir befindet sich eine Sicherheitszone der Phalanx. Zumindest sieht es danach aus. Ein geräumtes, bewehrtes Feld mit mehreren Warnschildern und einigen Sicherheitstoren, die zu einem einzigen Eingang führen. Was man dort wohl verkauft? Schaue durch das Fernglas. Du siehst weder Nahrungsmittelcontainer noch Munitionskisten, sondern nur einen schlaksigen Händler, der es sich auf einer Chaise-Lounge bequem gemacht hat. Ihn und ein paar Wachen... Wachfrauen, genauer gesagt. In der Phalanx gibt es keine Diskriminierung. Tritt näher. Heute entfällt der große Teil des Wüstenlandes auf die Karawanen. Doch dies war nicht immer so. Wir vergessen gern, dass es reisende Händler waren, die tausende Menschen vor den sicheren Tod bewahrt hatten, weil sie sich selbst zu den vom Mahlsturm betroffenen Gebieten durchschlugen. Und obwohl derartige Aktivitäten heutzutage immer gefährlicher werden, kann man noch immer kleine Handelsposten in der Kuppel finden. Travis Monterey, der neue Leitfaden. Handelsposten. Mhm. Okay, sehr klein. Da ist halt ein Gebäude. Mit Typis. Und da kann man aber Halloween sehen. Kürbisse offen. Mhm. Small Relic. Amidst a faint lifeless light, a delicate smell emanates from it, reminiscence of the smell of some medicinal plant. Okay, scannen. Mhm. Cursed Seeds. First class relic, presumed function aroma lamp, container for small items, container of pathogenic microorganisms, a product of relic tissue necrosis. A blast relic with the temperature slightly below ambient, contains a movable core of unknown material. Okay, macht hier nix. Mhm, Anna Su. Howdy! Die junge Frau mit dem Gewehr versucht hart und professionell auszusehen. Fast gelingt es ihr, doch ihr Blick verrät sie. Darin stecken zu viel Enthusiasmus, Neugier und der
Und ein Hauch Wichtigtuerei. Als du dich ihr näherst, nimmt die Wachfrau ihre Waffe in die Hand. Private Anna Su, Sicherheit am Verlangshandelspunkt. Bist du hier, um zu handeln oder nur, um zu glotzen? Sie rückt ihre Funkgerät-Kopfhörer zurecht, aber sie sind einfach zu groß für sie. Frage sie, warum sie unter der Kuppel ist. Annas Zorn blitzt wie Schießpulver in einer Bratpfanne auf, aber sie gewinnt schnell die Fassung wieder. Selbstdisziplin ist ja wohl nicht ganz fremd. Also, ich bin ja noch nicht so alt. Kerle in meinem Alter suchen immer nach Abenteuern. Warum sollte ich das also nicht auch? Glaubst du etwa, ich soll zu Hause bleiben und darauf warten, bis ein Prinz in einem verrosteten Jupiter vorbeifliegt? Naja, Kerle ist wahrscheinlich ein bisschen schlecht übersetzt. Wir kommen ursprünglich aus Hongkong. Meine Oma hat ihre Verwandten auch zur Hölle gejagt, als die Japaner 1941 einfielen. Sie trat in die britische Armee ein, weil sie ihr Heimatland beschützen wollte. Aber am Ende mussten sie trotzdem fliehen. Die junge Frau schnieft und sieht weg. Als sie den Kopf dreht, rutschen ihre Kopfhörer wieder herunter. Sie rückt die Kopfhörer zurecht. Natürlich haben sie die Samurai besiegt, aber Oma ist einfach auf den Geschmack gekommen, in der Armee zu dienen. Selbstverständlich hat sie meine Mutter, ihre Tochter, verboten, überhaupt eine Waffe anzurühren. Sie hat auch versucht, selbst ein friedliches Leben zu beginnen. Dann kam die Kulturrevolution von 67. Anna starrt dir direkt in die Augen, hart und entschlossen. Ich war damals nur ein Kind, aber ich erinnere mich daran, was Oma gesagt hat. Wenn nicht ich, wer dann? Das war von da an mein Motto. Sei es in der Schule, im Ausbildungscamp, bei Kronos. Als Oma unter die Kuppel ging, bin ich ihr gefolgt. Was blieb mir sonst noch übrig? Die junge Frau zuckt mit den Schultern. Eine Bewegung, die irgendwie furchtbar kindlich wirkt. Bye-bye. Mhm. Eine Vorratstonne. Okay. Und hier haben wir noch einen Kürbishaufen. Noch so ein Ding. Und das wird jetzt hier stacken, genau. Ich will nicht mit Crump reden, ich will mit Moses reden. Ein knochiger Mann mit einem Büschel ungekämmter, dunkler Haare ruht sich gemächlich auf einer Chaisie-Lounge aus. Als du dich ihm näherst, legt er seine riesige Pfeife beiseite, um mit zwei Fingern ein merkwürdiges Zeichen zu machen. Friede sei mit dir, Erdenbewohner. Was darf's sein? Auf der Suche nach Heilung, Entspannung oder besserer Konzentration? Auf dem handgeschriebenen Schild, auf dem Falttisch vor ihm steht, Moses Krein, Pharmakologe. Inmitten verworrener, bunter Kabel und willkürlicher Farbstriche. In der Zeile darunter steht noch, in großen Buchstaben geschrieben, unter dem Schutz der Phalanx. Frage ihn, wie es einen Mann wie ihn zur Phalanx verschlagen hat. Hey, zieh keine voreiligen Schlüsse. Moses stößt bedächtig eine Wolke duftend raus in deine Richtung aus. Zuerst einmal, wer hat dir erzählt, dass das auf meine Initiative hin passiert ist? Wir verstehen uns mit diesen Burschen, aber die brauchen jemanden, der sich mit Substanzen auskennt. Ich hatte keine Anwände. Er zieht erneut an seine Pfeife, atmet aus und lächelt. Und zweitens, die Phalanx, na und? Papa ist hart, aber auch clever. Er weiß, wann er eine Stahlfaust ballen und stark wie ein Löwe Sion sein muss. Aber er weiß auch, wann er ein Auge zudrücken muss. Der Händler zeigt dir seine Hand, ballt sie dir zur Faust und öffnet sie wieder. Willst du etwas kaufen? Frag ihn, wo die Waren herkommen. Ah, das erzähle ich dir gerne. Das ist eine fantastische Geschichte. Der dunkelhaarige Mann ist ganz aufgeregt. Er legt eine rauchende Superwaffe zur Seite. Seine rauchende Superwaffe. Um mich kurz zu fassen, ich lief durch die Wüste, wollte niemandem etwas Böses und schoss ein wenig auf die Fops. Also, im Großen und Ganzen sind das ja feine Leute, gebildet. Aber manchmal verlieren sie den Bezug zur Realität. Der Händler breitet die Arme aus. Leider ist mir die Munition ausgegangen. Doch dann stieß noch ein Haufen Hyänen zu den Fops und sie lieferten sich eine hitzige Diskussion. Kurzum, bald waren alle zu sehr miteinander beschäftigt, um mich noch zu bemerken. Und dann, peng, plötzlich landet eine fliegende Untertasse direkt hinter mir. Ein UFO, verstehst du? Hat den ganzen Haufen zermatscht. Mögen sie in Frieden ruhen. Eine Tür öffnet sich und heraus schwebt ein echter Ahne auf einem Antigravitations-Boogie-Brett und er bietet mir diesen Beutel an. Moses kichert selbstgefällig. Haha, reingelegt. Welche Ahne? Die haben schon vor Ewigkeiten den Löffel abgegeben. Und was die Waren betrifft, die hat mir Papa gegeben. Und ich habe keine blöden Fragen gestellt, nur welche zum Geschäft. Willst du dir die Waren ansehen oder wollen wir weiter plaudern? Fragen herkommen. Das erzählt er denselben Quark. Nochmal, sage, dass du die Waren gerne ansehen möchtest. Moses springt von seiner Chaiselange oder was auch immer hoch und beginnt sich durch die Taschen unter seinem Tisch zu wühlen. Gut, so läuft das Geschäft. Nur die Ruhe. Ich habe alles, was du brauchst. Bis auf den Tropfen. Genau.
Bis auf die Tropfen, genau. Ich habe sogar die Tropfen. Die waren an. Ja, also einfach nur Drogen, aber auch eine Menge Asche. Jetzt muss ich nochmal gucken. Das hier war Müll. Das hier brauchten wir auch nicht mehr. Und ich glaube, das kann auch weg. Und das ist, glaube ich, auch Unsinn. Ja. Ja, aber der ganzen Munition müsste man halt mal schauen. Das müsste, kann man eventuell scannen. Da muss ich auch mal gucken. Werkzeuge. Okay, nehmen wir. Zum Gürtel hinzufügen. Okay. Und Isabella Su. Howdy. Die alte, aber immer noch fitte Frau mit ihren kurzen grauen Haaren und ihrem schelmischen Augenzwinkern sieht in ihrer Soldatenform völlig unnatürlich aus. Die Art, wie sie ihr Sturmgewehr hält, unterstreicht diesen Eindruck noch. Hast du dich verlaufen? Ha, kleiner Scherz. Wenn du hier bist, um zu handeln, beweg dir deinen Arsch zu Moses. Wenn du nur plaudern willst, geh zu meiner Enkelin. Und wenn du die Nase voll vom Leben hast, dann komm zu mir und ich verpasse dir eine Abreibung. Die Oma grinst, was das Zeug hält. Ihrem Namensschild nach muss das Sergeant Isabella Su sein. Sie und die andere Wachfrau sehen sich tatsächlich ähnlich, wenn man vom Alter absieht. Frage sie, wie ihre Enkelin zur Phalanx kam. Isabella sieht dich schräg an. Warum stellst du mir solche Fragen? Wenn jemand schießen, Liegestütze machen oder beim Geländelauf mithalten will, dann ist es doch völlig egal, was man zwischen den Beinen hat. Es zählt nur, was man zwischen den Ohren hat. Sie wirft den Kopf in den Nacken. Du solltest wissen, dass sich Anna schon mehrmals gegen die Fops behaupten musste und sogar einmal angeschossen wurde. Also versuch gar nicht erst, sie zu verarschen. Die Wache grummelt noch ein wenig vor sich hin und schmunzelt dann. Wenn du die praktische Seite meinst, dann geh und frag sie. Sie wurde nicht hier geboren, falls du das meinst. Frage sie, was sie vom Pharmakologen hält. Gute Frage. Die Wache schaut gedankenverloren zur Chaiselange, von der aus eine Rauchschwade träge in die Luft schwebt. Ich will ganz ehrlich sein. Zuerst hat mich Moses in den Wahnsinn getrieben. Ein echter Junkie, verstehst du? Ein Trottel und ein Dummkopf. Sie korrigiert sich selbst mit einem mädchenhaften Kichern. Und dann hatte ich mir eines Tages etwas eingefangen. Musste wohl eine schlechte Raupe oder so gegessen haben. Isabella sieht weg. Sie schüttelt mit dem Kopf. Moses kam an mir vorbei, packte mich am Kragen und schleifte mich auf die Krankenstation. Nachdem er einige Minuten in seinem Chemikalien herumgewühlt hatte, gab er mir eine Pille und mein Problem verschwand wie durch Magie. Frau nickt erst dir und dann den Protagonisten der Geschichte bedeutungsvoll zu. Als Antwort darauf salutiert er spielerisch, ohne dabei mit dem Rauchen aufzuhören. Sage doch, was dir wirklich auf der Seele brennt. Jemand in ihrem Alter sollte nicht mit Waffen herumspielen. Nee, wenn du dich ab. Ich meine, das könnten wir mal sagen. Mal gucken, was passiert. Die Oma sieht fast erfreut aus. Schnell richtet sie ihr Gewehr auf dich. Das habe ich der über Unhöflichkeit gesagt. Nichts so ungut. Da bricht sie eine Schuldige dich. Du wolltest ihre Gefühle nicht verletzen. Die ältere Dame bringt genervt ihre grauen Haare wieder in Ordnung. Ich hasse solche Witze. Nun geh, verlorenes Ding. Good day to you. I hope to see you again soon. Warum nicht? Wir haben aber da hinten noch ein Ding, was wir wahrscheinlich untersuchen können. Und noch einen so einen Kürbiskern bekommen können. Da haben wir hier nur noch mehr. Ne, da ist nichts mehr. Hier auf der linken Seite war auch nicht mehr. Da haben wir halt noch was. Und da hinten ist auch noch was. Oh. Eine verfaulte Kürbismaske. Eine behelfsmäßige Maske, bereits schlaff und unförmig, von den Augenhöhlen geht ein schwaches psionisches Leuchten aus. Vielleicht verleiht diese Psi-Energie diesem provisorischen Helm seine schützenden Eigenschaften. Mhm. Ja, den kann man sich anziehen. Ist ein bisschen albern. Werde ich auch nicht tun. Mal davon abgesehen, dass es doch ziemlich schlecht ist. Okay. Und
noch so ein Ding. Hier sollen aber wohl auch irgendwelche Skelett-Zombie-Viecher rumlaufen. Verlassen. Okay, das war wirklich nur ein Event. Reisen wir mal weiter und decken hier mal weiter die Karte auf. Okay. Ja. Und dann reisen wir mal hierhin zurück. Aufhören. Intensive Erschöpfung. Fähigkeiten habe ich auch noch. Ja, da sollten wir wahrscheinlich einmal ein bisschen schlafen. Ja. Uhr. Jawohl. Leichte Erschöpfung. Nochmal 2 Stunden. Okay. Und dann reisen wir mal weiter. Oh. Über diesen Sümpfen scheint ein ewiges Dämmerlicht zu liegen. Dichter Rauch dämpft die Sonne und gründlich schimmernde Funken lassen dich entglühen. Okay. Schaue durch das Fernglas. Du hebst dein Fernglas hoch. Über den Sumpf liegt ein dichter, eisiger Nebel und immer wieder musst du das Wasser von den Linsen wischen. Doch dann werden die sich bewegenden Schatten im Schilf immer klarer. Etwas wirklich Seltsames kommt in ihrem Blick. Die hageren Gestalten, die langsam hin und her wandern, entpuppen sich als tote... Okay, dann hätten wir die schon mal angreifen können. Als tote Angestellte zu Skeletten verdorrt. Jeder von ihnen hat einen Kürbis mit schwach leuchtenden Augen auf den Schädel. Vielleicht ist dies eine Vision, die durch Wirbel von Psi-Energie ausgelöst wird, aber die Skelette sehen verdächtig echt aus. Okay, also kann man die halt auch umgehen jedes Mal. Vorsichtig, Geräusch ist dabei. Wirf dich zu Boden. Steh auf. Wir wollen dir umlegen. Wir, das Personal der Weißen Abteilung, teilen die allgemeine Verachtung für die Sümpfe nicht, insbesondere nicht für die Sümpfe der Kuppel. Wir betrachten jeden Sumpf als ein erstaunliches Biosphärenphänomen. Eine Petrischale nicht für Bakterien, sondern für noch komplexere biologische Arten. Mark Lifschitz, Leiter der angewandten Zoologie, Weißabteilung. Sumpf. Ja, da sind sie. Aber nur 2 Stück. Eventuell kann ich auch mit dem... Oh, der macht's. Niemand macht da mehr Schaden. Ja. Könnte theoretisch auch hiermit loslegen und an rumknüppeln. Ich weiß nicht, ob die schießen können. Das kann man da aber jetzt auch gar nicht sehen. Ne, fangen wir mal hiermit mit der an.
Wie sieht's auch hier mit den Waffen aus? Das hier scheint mehr Aua zu machen. Ja, das macht keinen Sinn. Energieschaden. Ja, mal das. Mhm. Ah, okay, die hat ein Gewehr. Oder der, oder was auch immer. Okay. Markiertes Ziel. Okay, da sollte man wohl auch die Waffe nehmen. Mhm. Ja, warten wir hier die 5 Punkte ab. Wäre natürlich sehr schön, wenn er was kritisch treffen würde. Aber, ne. Energieversorgung. Stärkt den ausgewählten Verbündeten, der sich innerhalb des Raumes von 10 Metern aufhält. Sein Schaden wird um 25% erhöht. A2, ja, Dauer von erhöht die Erschöpfung. Na gut. ...400 Erfahrungen erhalten. So, der hat jetzt zumindest ordentlich Punkte. Und dann, wenn wir da mal reinknüppeln. Der macht ja auch noch Schaden. Ja, okay. Der braucht aber auch nur 4 Punkte, um da zu sein. Ja gut, er schlägt jetzt einmal normal zu und dann ist auch vorbei. Blub, 5 Ruf bei Sparrow. Mhm. Da haben wir einen so ein Ding. Da ist noch eines. Und wir haben hier eine Munitionskiste. Oh, da ist noch mehr. Moment, wir müssen erstmal alle tarnen. Abklingzeit. Da ist noch einer, okay. Ja, da sind noch mehr. Aber wenn die alleine sind, dann werde ich die einfach mit dem im Nahkampf den Kampf starten. Und dann sind die wahrscheinlich im Eimer noch, bevor die was machen können. Na, der ist aber leider jetzt als nächstes direkt dran. Naja, war jetzt aber auch nicht so wahnsinnig. Oh, nachladen sollte ich halt nach jedem Kampf. Okay.
Können wir die scannen? Nö. Okay. Oh, da unten ist aber auch noch was. Großer Behälter. Da müssen wir wohl vorbei. Nachladen. Ach, das sind zwei dieses Mal wieder. Okay. Ja, die Frage ist, ob es sinnvoll ist, da mit allen vorbeizulaufen oder nicht. Ich kann jetzt halt nicht sehen, was die für Waffen haben. Naja, bleiben wir mal hinten. Vielleicht laufen die ja da rein. Okay. Der ja scheint eine Fernkampfwaffe zu haben, der hintere. Das hat ja super funktioniert. Kritischer Schaden. Aha. Ah, und der kann einfach durchlaufen. Das ist natürlich ungünstig. Mhm. Ja, wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir den jetzt erstmal erledigen. Jo. Dummerweise muss der jetzt ja auch durchlaufen. Ja. Vielleicht tut das während dem Kampf auch gar nichts, dieses Ding. Benutze ich auch nie. Schaden 50%. Das betäubt. Na, okay. Könnte vielleicht in irgendwelchen Umständen sinnvoll sein. Jetzt hier bei so einer Aufstellung wäre es wahrscheinlich sinnvoll gewesen, hätte ich jetzt gewusst, dass der so schlecht angreift, hätte der jetzt einmal mehr getroffen. Dann, ja. Aber jetzt ist es auch vorbei. Jawohl. Mhm. Und Batsch. Kaputt. Moment, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht mich selbst exterminiere. Anomalie Kelvin. Aha. Es kann aber sein, dass ich da hin muss. Ah, okay, die müssen da runter. Dann machen wir das. Versuchen kann man die aber nicht. Hm.
Ja, die Begleiter sind schon nicht so. Jesus, it burns. Oh, dear, it hurts so much. Oh. Oh, Jesus, it burns. Oh, dear, it hurts so much. Großer Behälter. Nee. Dann müssen wir wieder zurück. Das hat sich ja voll gelohnt. Die sind so dumm. Das ist unfassbar. Okay, da darf ich nur mit einem Charakter loslaufen. Ah, verdammt, das war jetzt davor. Okay. Ah, da muss ich die nochmal umlegen. Aber jetzt weiß ich auch, dass das hier... während dem Kampf halt nicht hilft. Das hat jetzt aber auch nicht gut funktioniert. Oh, kritischer Schaden. Okay. Ja, der muss eigentlich zu dem laufen. Der scheint aber ja gar nicht aktiv zu sein. Deshalb warte ich da mal ab. Der ist weg. Ah, und dann ist der aus dem Kampf raus. Das ist auch mal dumm. Ach, außer Reichweite. Ja genau, jetzt machen wir das dann mit dem Betäuben. Mächtiger Tritt, Stich, Kopfstoß. Betäubt das Ziel für die Dauer von einer Runde. Wahrscheinlichkeit 50%. Eine 0% Wahrscheinlichkeit. Ah, dann machen wir es vielleicht doch nicht. Fegen. Ne, das macht alles keinen Sinn. Okay, dann schlagen wir normal und verfehlen. Ja, super. Jetzt habe ich insgesamt wahrscheinlich auch nicht da viel von, weil ich im Kampf deutlich mehr verloren hatte als im, als bei dem Versuch davor. Naja, okay. Looten. Einmal werfen. Und laufen. Werfen. Laufen. Okay. Aber hatte ich den anderen jetzt geplündert? Ja.
an dich. Ja, hätten sie auch vielleicht den Timer einfach deutlich erhöhen können von diesen Anomalien. Ist aber da was drin? Okay, jetzt hoffe ich mal, dass da keiner ja, einen Umweg läuft und einfach nochmal reinläuft, weil man das kann. Na, scheinen wir jetzt schon alles zu haben. Ja, wie weit die hier auseinanderlaufen, das ist so unproduktiv. Okay, dann reisen wir mal weiter. Mhm. Da. Ich weiß nicht, wie viele man davon braucht. Ich vermute 10 rum. Also sollten wir schauen, dass wir das nochmal triggern. Dann werde ich hier doch noch ein bisschen rumreisen und ja, einfach nur die Karte hier etwas aufdecken. Vielleicht finden wir ja hier auch nochmal irgendeine interessante Location. Ja, das soll es aber für dieses Mal gewesen sein. Also dann werde ich jetzt noch eine Folge direkt mit aufnehmen und schauen, dass wir hier noch ja 5 oder so von diesen Dingern finden. Ich guck mal, ob ich irgendwo vielleicht sehen kann, wie viel man braucht, haben sollte davon, dass wir da halt das auf ein Minimum quasi halten und ja, dass man das halt sich da holen kann, was es da gab. Ich meine, das wäre irgendein Item gewesen, was man aber auch upgraden konnte. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob man dafür dann mehr von diesen Dingern brauchte. Aber ich habe jetzt hier auch keine Lust, so MMO-mäßig das Zeug zu grinden. Das wäre mir auch zu blöd. Aber die Erkundung, das freizulaufen, ist sowieso eine Sache. Da bin ich eigentlich ein Fan von. Also, ja, werden wir hier mal noch ein bisschen schauen, was wir hier aufdecken können. Vielleicht finden wir noch was. Wir hatten diese Kreuzung ja auch nur durch entdeckt, weil wir hier drüber gelaufen sind. Aber wahrscheinlich war das auch genauso platziert, dass man das entdecken muss quasi. Also, wer weiß, wie viele es von solchen Locations überhaupt gibt. Aber, ja, das soll's für heute gewesen sein. Dann schauen wir beim nächsten Mal erstmal noch weiter mit dem Erkunden und mit dem Einsammeln von diesen, ja, Dingern. Und, ja, dann werden wir vielleicht auch beim nächsten Mal schon vielleicht das eine oder andere abgeben, aus diesem Konvoi. Und diese Energie hatte ich ja auch wieder herstellen können. Müssen wir mal schauen. Also, neue Folgen immer montags, mittwochs und freitags. Gerne auch den Kanal abonnieren, Like da lassen. Ich danke auch für die Kommentare und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.